Hey Leute, willkommen zurück hier im Zephyr-Tempel in Wind Waker HD. Wir haben das letzte Mal diesen genialen Zwischenboss hier ausgeschaltet, ja, der Pyromagi, der allerlei Monster beschwört. Und jetzt ist diese Schatztruhe erschienen. Zeit, die Schatzkiste zu öffnen. Und was kriegen wir denn da, Nettes? Der Enterhaken! Du kannst ihn sich festhaken lassen und dich dann an etwas heranziehen. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu lesen. Wie der funktioniert, genau. Aber sehr cool natürlich. Darf nicht fehlen in einem Zelda-Spiel, der Enterhaken. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, ja. Wir haben ja doch noch nicht alle Items, ne? Keine Sorge, dass hier noch was dazu kommt, das weiß ich schon. Aber was zum Geier blende ich denn da aus in meinem Kopf, ganz im Ernst? Ich habe keine Ahnung. Das muss irgendein Item sein, von dem ich überhaupt keine Idee mehr habe, was es tatsächlich ist. Wow. Keine Ahnung, wirklich. Ich will da auch nicht gespoilert werden oder so. Das ist irgendwie lustig, dass ich tatsächlich ein Item vergesse in einem Zelda-Spiel. Wahrscheinlich ist es irgendwas Unwichtiges. Wenn es was Wichtiges ist, dann ist mir das echt ein bisschen peinlich, aber okay. Gut, dann ist es halt so, ne? Ich werde alt oder so, keine Ahnung. Ich vergesse die Items mittlerweile. Naja, mal sehen. Da wir 100% ja machen wollen, werde ich das früher oder später schon noch rausfinden, was uns da denn genau fehlt, ne? So. Mit dem Enterhaken können wir die Dinge auch ein bisschen cooler ausschalten. Einfach herziehen, einmal draufschlagen, fertig. Das nenne ich mal simpel. Hallo, Link, würdest du vielleicht anvisieren? Jetzt darf ich das wieder so machen. So. Gibt's doch nicht, Link, Mensch. Unglaublich. So, jedenfalls mit dem Enterhaken können wir auch unserem werten Freund Malkorus hier wieder raushelfen. Und viele andere tolle Dinge machen. Gut, immerhin macht der Enterhaken in diesem Dungeon vieles wieder wett, weil ich ja meine, eigentlich ist das ja nicht so mein Favorit, ne? Super. Sehr gut, jetzt aber. Wir ziehen uns jetzt hier einfach von Plattform zu Plattform. Und der Teil zum Beispiel finde ich trotzdem ist ein bisschen unnötig. Ja, man will halt zeigen, okay, jetzt hat man den Enterhaken, damit kann man tolle Sachen machen. Aber naja. Kann ich mich darüber ziehen? Nein, so weit reicht er jetzt wohl doch nicht. Echt? Das geht gar nicht? Auch nicht, wenn ich hier irgendwie stehe? Wow. Ja, Link, nicht runterfallen. Das bedeutet, wir müssen mit dem Greifhaken zusätzlich arbeiten. Und uns erstmal... Müssen wir nicht, was? Ich dachte jetzt eigentlich, müssen wir uns da hochziehen. Okay, was mache ich gerade falsch? Momentchen. Eventuell müssen wir auch erst darüber fliegen mit einem Blatt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das zieht etwas... Nee, oder? Ah, noch natürlich. Wow, wir brauchen ja wirklich alles, um wieder hochzukommen. Das habe ich so auch nicht mehr im Kopf. Oh Mann. Wie lästig. Aber gut, dann ist es halt so. Na gut. Aber von Plattform zu Plattform. Wir sind ja gleich wieder oben. Da haben wir es auch schon geschafft. So, Link. Wieder nach oben. Weg mit dir, Freundchen. So, und jetzt müssen wir so ein bisschen vorsichtig agieren und so. Und mal schauen. Also dieser Raum hier, Moment, auf der Karte umswitchen? Okay. Da waren wir schon, da sind wir hergekommen. Da drüben ist der Raum mit Malkorus. Dann wird das wohl der nächste Raum sein, den wir anpeilen sollten. Und das bedeutet, von hier aus müssen wir auf die Plattform. Wow. Der hat echt keine große Reichweite in Wind Waker, was? Ich habe mir das irgendwie krasser vorgestellt, ich weiß auch nicht. Aber okay. So, was wir hier tun können, ist mit den Eisenstiefeln da dran zu ziehen. Und dann haut's das Teil einfach runter. Und schon sind wir wieder bei Malkorus. Sehr cool. Ein Glücksamulett kriegen wir auch gleich hinterhergeschmissen. So, mit Malkorus können wir natürlich einige Dinge erledigen hier drin, das ist klar. Wo müssen wir nochmal hin mit ihm? Na jedenfalls, komm mal mit, Kleiner, ha? Endlich bist du wieder frei und bedankst dich nicht mal, super, sehr höflich. Sehen wir uns jedenfalls mal in den Raum ein bisschen genauer um.
Denn wir können ja mit dem guten Makoros nach oben fliegen. Und das offenbart uns eine weitere Ebene. Da sehen wir gleich, aha, da drüben gibt es zum Beispiel eine Kiste. Aber was gibt's hier noch? Hier drin sind ein paar Schalter. Aber ich hoffe mal, man muss das mit Makoros hier direkt machen, ne? Kann auch sein, dass ich gerade auf den falschen Pfad hier bin. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass dem so war. Ja, es wird langsam ein bisschen knapp, unsere Ausdauer. Nein, Makoros, nein! Okay, wir sind schon drauf, alles klar. Also, hier müsste es eigentlich irgendwo einen Schalter geben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder musste man den da später aktivieren? Naja, wir können uns so oder so erstmal umsehen. Ist ja kein Problem. Ich glaube sogar tatsächlich, dass wir noch gar nicht hier hoch müssen. Das dachte ich jetzt nur irgendwie. Da unten ist Link, okay. Oh, sieht ganz danach aus, ne? Dann würde ich sagen, Leute, auf nach unten. Danke, Makoros. Ich dachte, man kann eigentlich den wieder aktivieren in der Luft. Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht geht. Toll, jetzt höre ich hier natürlich schon solche blöden Gegner wieder. Kriege ich schon wieder die Krise. Das sollte gerade so machbar sein. Moment, du musst eh darüber fliegen. Stimmt ja. Damit wir dich gleich mitnehmen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dich da drüben brauchen, aber... kann er nicht schaden. So, alles klar. Dich ziehen wir gleich mal rüber hier, Freundchen. Weg mit dir. Und dann gehen wir wieder in den Hauptraum. Da wir jetzt einen Enterhaken haben, müssen wir dort eigentlich vorankommen. Dann sehen wir uns das doch mal genauer an. Oh nein. Wenn ich das Geräusch schon höre, ne? Könnte ich schon wieder die Krise kriegen. Ja, der Freund Chris, ich glaube, dein Enterhaken. Ja, ich weiß. Toll, danke. Oh Mann, es ist ein Beschwörer. Danke. Danke, Makoros, dass du mich darauf aufmerksam machen musstest. Jetzt hat er schon wieder eine Parabel angeflogen. Das gibt's doch nicht. Jetzt fliegt er wieder geradlinig. Naja, immerhin. Jetzt mal ein Schuss, ein Treffer hier gelandet. Na los, zeig dich. So, zwei Schuss noch, dann haben wir ihn. Könnt wahrscheinlich auch Elementarpfeile benutzen, aber naja. Die sind schon immer ein bisschen gemein, ne? Unglaublich. Na los, zeig dich nochmal, Typ. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Geht doch. So, dich müssen wir auch abballern. Sehr gut, hat funktioniert. Ziehen wir uns mal rüber. Ja, die haben wir ja ganz am Anfang gepflanzt mit Makoros. Und das hilft uns jetzt natürlich weiter. Ich nehme mal Makoros mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihn tatsächlich hier drüben brauchen. Aber es kann ja nicht schaden, ihn mal mitzunehmen. Ne? So, lieber Makoros. Du fliegst mir manchmal etwas zu langsam, aber es passt schon. So, nehme dich mal mit. Oh Gott, nicht die Dinger. Wow, das war verdammt knapp, by the way. Ja, wir müssen, glaube ich, sogar mit Makoros erstmal durch. Das ist natürlich lustig. Ah ja, das funktioniert also auch. Das heißt, wir haben jetzt eine Zweitwaffe gegen die. Na los. Geht doch. Also. Mal mit Makoros durchfliegen. Alles klar. Oh weh, ich weiß immer noch nicht, wo die Tingle-Statue in diesem Dungeon ist. Nicht, dass wir schon längst dran vorbei sind. Ich hoffe mal nicht. Na,
Das ist hoffentlich kein großes Problem, wenn der Chorus da schon mal rüberfliegt. Oh. Ach, Makoros, Mensch. Er macht mich wahnsinnig. Ich sehe nichts. Toll. Super. Du fliegst etwas langsamer. Wow. Ja, ich schätze deine Flugbahn ständig falsch ein. Oh mein Gott. Dann los, komm schon. Gibt's da nicht. Ist ja peinlich, Mensch. Na also. So, und schon ist keiner mehr da und schon kann Makoros da ohne größere Sorgen rüberfliegen. Alles klar. Dann mach das doch auch mal. Oh Gott, natürlich ist da drüben noch ein Wallmaster. Wehe, jetzt nimmt ihr Makoros nochmal mit, ja? Das kommt mir nicht in die Tüte. Das könnt ihr knicken. Schön auf Distanz bleiben. Das wäre so das Letzte, was ich brauche. Ich gehe mal hier ins Eck. Nicht, dass er ihn dann einfach mitnimmt, weil ich gerade im Kampf bin und dann, oh, das ist das leichtere Ziel. Dann nehme ich halt das mit. Weg mit dir, du blöder Wallmaster, ich sag's dir. Ich hab genug von euch. Wenigstens haben wir auch wieder ordentlich Pfeile gekriegt. Ah ja, und jetzt sind wir in diesem Raum. Wir brauchen also tatsächlich wohl zwei. Sehr gut. Ne gut, wir sind ja auch eh nur mit zwei hochgekommen. Es hat alles gepasst, alles super. Das öffnet das. Und auch das hier. Sehr schön. Also wir können jetzt hier auf die mittlere Ebene mit Link, ne? Das ging ja vorher, glaube ich, auch noch nicht. Mit Makoros kann man, glaube ich, nicht fliegen. Mit Medulli ging das ja. Also ich meine, zusammen fliegen. Allein geht natürlich schon. Haben wir ja gesehen. Es ist die Frage, ob da eventuell unser Blatt ausreicht, um da rüber zu kommen. Ich weiß nicht. Na doch, es geht gerade so. Kann man schon machen. Und da drüben ist, glaube ich, eh nichts von Relevanz. So oder so müssten wir aber jetzt erstmal nach unten fliegen. Dann machen wir das doch mal. Jetzt sich ja das hier geöffnet. Und sieh mal eine an. Hier kann Makoros auch noch was machen. Dann mach doch mal. Gott sei Dank geht das Teil auf riesige Distanz. Und Gott sei Dank kriegt Makoros keinen Sturzschaden. So, jetzt können wir jedenfalls hier nochmal zwei Bäume pflanzen. Und auch das wird uns auf jeden Fall helfen. Dann mach doch mal. Sehr cool. So, Makoros. Hier nochmal. Schwupp. Oh, das hat jetzt das Teil schon aktiviert. Ob das die beste Idee ist, weiß ich nicht. Ich wollte euch eigentlich nochmal runter. Ich glaube aber, hier müsste man doch auch durchkrachen können, oder? War das nicht irgendwie so? Nein? Oh Gott. Da habe ich einen riesigen Fehler gemacht, oder? Ach nein, Quatsch, das Teil geht auch wieder aus. Alles klar. Gut, dann passt alles. Aber hier können wir tatsächlich einen Aufzug aktivieren. Ja. Ach so, hier muss jemand drauf stehen bleiben. Ah. Aber so kann Makoros mal kurz mit runter, glaube ich. Wow. Toll, man kann nicht mal da drauf springen, ernsthaft. Sogar das ist schon zu viel. Jetzt habe ich einfach mal voll den Schaden hier bekommen. Ein halbes Herz, super. Und so einen fetten Lüfter. Eigentlich echt wenig so gesehen. Immerhin können wir Makoros aber über unseren Kopf tragen. Moment, oh, uns fehlt ein Schlüssel. Ach, das gibt's doch nicht. Toll, jetzt geht das los, Leute. Ich weiß, warum ich den Dungeon nicht mag. Super. Das ist grandios. Das geht natürlich so auch nicht zusammen. Super.
Oh Mann, Leute, oh Mann. Ich glaube, jetzt kriege ich bald so ein bisschen die Krise. Ich habe ein klein wenig Sorge. Das muss ich ja schon mal so sagen. Makoros muss hier irgendwie wieder durch. Gut, Makoros kann einfach durchfliegen. Ach, natürlich, stimmt, durch den Lüfter kommen wir ja sowieso jetzt höher. Quatsch, ja, natürlich. Das denke ich mir dann. Ja, natürlich. Fetter Auftrieb hier, Mensch. Klar, und das macht ja eh alles einfacher, okay. Da habe ich zu Unrecht hier ein bisschen Panik gekriegt, ja. Ja, hier sind auch Türen und was weiß ich. Super. Okay. Natürlich, alles klar. Leute, vergesst alles. Auf nach oben, yay, wie cool. Einfach mal fett nach oben fliegen hier. Das ist awesome. Das muss Spaß machen. So, wir müssen darüber. Und das war's. Bisschen Magie vielleicht. Hm? Bisschen Magie. Ja, ich brauche nicht so viele Pfeile. Ich habe einen Enterhaken. Egal, gehen wir weiter. Oh. Mal wieder ein Monsterraum, ne? Autsch. Ich habe ja nicht umsonst... Oh, meine letzte Fee. Oh, das hätte ich jetzt nicht mal gedacht. Da muss ich sogar ein bisschen aufpassen fast. Oh, erstmal alle ausgeschaltet. Momentchen. Einfach alles der Reihe nach anpacken und Gutes. Alles klar. Meine Güte. Stell mir einfach mal hier so eine Horde von den Dingern vors Gesicht. Meine Güte. Und das wäre offen. Und auch das wäre offen. Super. Ich schätze mal, wir kriegen hier unseren kleinen Schlüssel, den wir so sehnlichst gesucht haben. Hui, was hat der Dankstand überhaupt noch großartig zu bieten? Ein weiterer kleiner Schlüssel. Sehr gut. Leute, sehr, sehr gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da oben, ich weiß nicht, kommt man da irgendwie hin? Sieht ja so verdächtig aus. Hier ist aber... Na, die werden ja eh nicht als Kisten angezeigt, diese Tingeltruhen, ne? Aber das da oben ist schon irgendwie so ein bisschen auffällig. Ich weiß auch nicht. Aber da wird man wahrscheinlich nicht hinkommen, ne? Wahrscheinlich bilde ich mir das jetzt bloß ein. Aber ich habe noch ein bisschen Sorge, weil ich brauche ja noch diese blöde Tingelkiste. Und an die kann man sich nicht dranziehen oder so. Ne, wird wohl irgendwo anders sein. Hoffentlich leicht zugänglich, das hoffe ich wirklich. Und wo könnte die denn noch sein? Ich meine, da drüben ist nichts, ne? Das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Deswegen fliegen wir da mal rüber. Und platzieren einfach mal ein paar Bomben. Dafür sind hier diese Dinger. Die kann man nämlich runterziehen. Da ist ein bisschen Geld anscheinend drin. Nichts Außergewöhnliches. Schwupp. Rums. Weitere Bomben und so. Also hier kann man nochmal Vorräte aufstocken, alles klar. Wobei, wenn hier schon Bomben drin sind, das finde ich dann aber wiederum auffälliger, ne? Okay, hier ist nichts. Ich würde sagen, platzieren wir doch einfach mal was. Einmal hier. Oh. Da war ein Schleim drin, okay. Auch das ist anscheinend möglich. Ich glaube nicht, dass hier eine Tingeltruhe ist. Ich glaube, das hätte man jetzt schon merken müssen, wenn da tatsächlich was wäre. Okay, muss irgendwo anders sein. So Leute, gehen wir nach unten. Wow, nein. Oh Gott. Desaster so ein bisschen. Wir warten einen Moment und dann gehen wir nach unten. Jetzt können wir jedenfalls da drüben durch. Moment, Quatsch, andere Seite. Mensch, bin mal gespannt, was wir hier drin haben. Oh, ein weiterer Monsterraub. Oh nein, Beschwörer. Die müssen als erstes weg. Ganz schnell, ja. Danke, dass du wieder ganz komisch fliegst. Es war nicht mal ein Parabelflug, ist einfach nach unten gefallen, der Pfeil. So gefühlt. Yeah.
Autsch. Wenigstens der Beschwörer weg, das war's wert. Naja, mit schnellen Wirbelattacken ist er eigentlich auch ziemlich schnell erledigt. Gar nicht übel. Und seit wann seid ihr eigentlich so hartnäckig und verfolgt einen Mensch? Was habe ich eigentlich noch alles an Bildern? Ich müsste das auch mal durchgehen, weil ich könnte von so einem, glaube ich, auch noch ein Bild machen. Say cheese, glubsch. Oh Mann, ey. Muss mal ganz kurz meine Bilder durchgehen, ja. Okay, Krabbe brauche ich, Walu, ganz, ganz viel Orni-Zeugs. Von den Wachen habe ich doch schon was. Die sehen auch identisch aus. Dann kommt die mal weg. Ich brauche auf jeden Fall für den Boss noch einen Platz, habe ich ja schon gesagt. Und das ist noch wichtig. Aber vielleicht ist ja hier noch eine Kiste mit der Tingle-Statue, wer weiß. Ja, jetzt treffe ich natürlich überhaupt nicht. Aber gut, doch, hat noch funktioniert. Na, dieser Raum könnte so allerlei beinhalten, wenn ich mich so umsehe. Und irgendeinen tieferen Sinn muss er ja haben. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Das finde ich jetzt ganz gut. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zu dieser Kiste als allererstes. Ganz, ganz komische Aufteilung. Sehr strange das Ganze auf jeden Fall. Ganz, ganz kurios. Aber hier haben wir einen Schalter anscheinend. Ach Moment, dann war das gar keine Kiste. Oder habe ich mich verguckt? Bin ich jetzt falsch abgebogen oder was? Merkwürdig. Naja gut, jedenfalls ist hier der Schalter. Dann aktivieren wir den. Hier drin ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Das wird mir nämlich auf der Karte angezeigt. Also da muss schon noch was sein. Das öffnet auf jeden Fall da unten die Tür. Wo ist denn hier noch was? Das ist ja strange. Naja, wie auch immer, Leute. Ich werde es in Erfahrung bringen. Und dann würde ich sagen, jetzt beim nächsten Part weiter. Mal sehen, ob wir den Tempel dann schon abschließen. Ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Mal sehen, mal sehen. Wir sind doch gut vorangekommen. Wenn ich mir die Karte so ansehe, ist da nicht mehr viel drinnen, ehrlich gesagt, in diesem Tempel. Wir sind eigentlich nahezu durch. Es gibt eigentlich nur noch drei Räume, in denen wir nicht waren. Mal abgesehen vom Bossraum. Ich sehe spontan auch nur zwei Kisten. Die in dem Raum und noch eine andere. Im Erdgeschoss. Das heißt, da müssen wir nochmal zurück. Ja, das war's auch. Ha, interessant, Leute, interessant. Auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD.